So, wieder da. Du startest dann direkt auch im Space. Ist quasi so eine Einführung ins Spiel, dass du dich ein bisschen zurechtfindest mit dem Overview, mit der Steuerung allgemein, wie man hier was startet, wie man minern tut. Das ist ein Mining Laser zum Beispiel, das ist eine Gatling Gun. Oh, das ist für mich jetzt auch alles ein bisschen neu hier. Schaut alles etwas anders aus wie vor, sag ich mal jetzt, wie lang ist das her? 2005 habe ich angefangen. Ja, 11 Jahre her, wie ich mit Eve angefangen habe. Da hast du dann auch so eine nette Person normalerweise, die wo dir hilft. Die habe ich jetzt bei mir schon deaktiviert. Auf jeden Fall hast du dann hier auch noch ein Fenster. Aurora heißt sie, glaube ich. Diese nette KI, die wo dich dann ins Spiel einführt. Danke, danke. Ich habe auch gleich losgelegt mit den Texten hier. Das Schiff selber bewegen kannst du hier nicht großartig, außer per Mausklick, Doppelklick irgendwo in den freien Raum, dann setzt sich das Schiff in Bewegung. Und auch da zum Beispiel so ein Trümmer-Antriebsteil kannst du anwählen direkt. Dann einfach mal sagen, bitte annähern. Hier unten bei dem Feed siehst du, was man so abschließen kann. Das ist auch ganz neu in dem Spiel dazugekommen, und zwar ist es Gelegenheitenkarte. Dann kann man hier verschiedenste Dinge erfüllen. Wenn du das alles hier quasi durch hast in dem Spiel, dann bist du gut dabei und dann weißt du alles, was so möglich ist. Musst aber auch nicht alles abschließen, man kann auch alles fahren durch andere Spieler oder halt selber beibringen, so gesehen. Genau. Hast du hier eine Charakterübersicht? Machen wir mal ein bisschen größer. Da hast du zum Beispiel die ganzen Skills. Die Skills gehen am Anfang recht schnell, laufen aber in Echtzeit. Du siehst hier für Level 1 zum Beispiel Drohnen-Skill 38 Minuten. Diese Skillzeit kannst du verändern durch Implantate. Sieht man hier bei den Attributen. Kann man auch umprogrammieren. Verschiedene Skills haben zwei Hauptattribute, also ein Hauptattribut, ein Primär- und einen sekundären Skill-Attribut so gesehen. Und je höher der Wert bei den Attributen ist, desto schneller geht der Skill. Wenn der primäre Wert, der sekundäre Wert recht hoch sind, wird auch der Skill schneller. Hier haben wir jetzt 38 Minuten. Kannst du Rechtsklick drauf machen, auf Info gehen, Info anzeigen. Dann erfährst du was über diesen Skill. Haben wir einmal die Beschreibung. Zum Beispiel ist die Kontrollreichweite. Erhöht sich um 5 Kilometer. Pro Skillstufe 5 Level gibt es. Und hier hast du dann die Attribute. Das Fenster auch mal größer. Hier hast du die Attribute. Da hast du ein primäres Attribut und ein sekundäres Attribut. In dem Fall ist es jetzt Gedächtnis und Auffassungsgabe. Das heißt, wenn du jetzt bei Attributen Gedächtnis, sagen wir mal, auf 25 Punkte hast und Auffassungsgabe auf 20, dann braucht der Skill meinetwegen keine 38 Minuten mehr, sondern vielleicht nur noch 15 Minuten. Für Level 1. Du kannst hier auch eine Trainingswarteschlange machen. Brauchst du die Skills nicht jedes Mal neu einstellen. Was neu reingekommen ist, ist dieses multiple Pilotentraining. Kann man sich mit Echtgeld kaufen im Store.
Oder halt im Markt selber, aber da kostet ein Teil über 1 Milliarde momentan. Das ist nicht unbedingt wenig. Ablehnen. Dann kannst du hier die Skills einfügen. Bei dem Skill waren wir jetzt. Kannst du den einfach rüberziehen, dann hast du Level 1. Kannst du nochmal reinziehen, dann hast du Level 2. Da siehst du schon, von Level 1 auf Level 2 dauert es schon 3 Stunden und 39 Minuten mit den momentanen Attributen. Von 2 auf 3 dauert es schon 20 Stunden und 21 Minuten. Von 3 auf 4 dauert es schon 4 Tage und 21 Stunden. Und Stufe 5 wird hier gar nicht mehr angezeigt. Sind wir schon zu weit. Ja gut, die Sorgen. Also insgesamt würden wir jetzt 5 Tage brauchen, so wie ich das sehe. Genau, passt ja. 20 Stunden und 4 Tage. Um diesen Skill jetzt auf Level 5 zu bringen, brauchst du insgesamt 5 Tage und 22 Stunden. Ja, deswegen sollte man sich erstmal am Anfang wirklich Gedanken darüber machen, was man so machen will in Eve. Ich sag mal, das ist jetzt auch ein Skill in der Stufe Rang 1. Ja. Die dauern nicht so lang. Im Vergleich zu Rang 8 zum Beispiel. Dann gibt es hier auch noch einen Skill, der vorhanden ist, der ist auf Rang 3 oder Rang 2. Nehmen wir mal den hier rein. Der braucht schon von Stufe 1 auf Stufe 2, braucht er schon 1 Stunde und 56 Minuten. Das geht dann so weiter. Da sind wir quasi auf. Gucken wir mal das hier weg. Warum kann ich das nicht löschen? Geht nicht raus. Keine Ahnung warum. Kann ich es nicht sagen. Er braucht dann schon von 4 auf 5, 5, 14 Tage. 15 Stunden. Er hat ein primäres Attribut Intelligenz und sekundäres Attribut Gedächtnis. Also die Skills haben auch verschiedene Attribute. Da muss man sich auch erstmal Gedanken drüber machen, was man am Anfang machen will. Wenn man jetzt hauptsächlich auf Minern gehen will, dann nimmt man Intelligenz, Gedächtnis und ein bisschen Auffassungsgabe, dass man schneller lernt. Wenn man eher auf Kampf gehen will, dann stellt man sich Intelligenz. Auffassungsgabe ist beim Kampf etwas am besten eigentlich. Und Gedächtnis meine ich, Auffassungsgabe und Gedächtnis. Können wir ja mal nachschauen. Bei Waffenkunde zum Beispiel. Gunnery, Info, primäres Attribut, Auffassungsgabe und sekundäres Willenskraft. Genau, für Kampf ist halt Auffassungsgabe und Willenskraft interessant. Dann zum Schiffe lernen. Sind die primären Attribute auch Auffassungsgabe und Willenskraft? Das ist, denke ich mal, so eine Allround-Einstellung auf Auffassungsgabe, Gedächtnis, Willenskraft und Intelligenz am Anfang recht gut. Dann kann man sich so mit der Zeit entscheiden. Ausstrahlung braucht man am Anfang nicht unbedingt zum Skill. Ist nur dann interessant, wenn du Trading, also Handel und so weiter betreiben willst. Dann lernst du die Handelsskills besser. Schneller. Haben wir Willenskraft und Ausstrahlung auch. Wie du siehst, das Skillsystem ist auch sehr interessant. Es gibt keine Ahnung, wie viele verschiedene Skills.
In Eve habe ich nie alle durchgezählt. Wir können mal in den regionalen Markt reinschauen. In den Skillbaum. Machen wir das Fenster auch mal ein bisschen größer. Das sind die ganzen Hauptmenüpunkte von den Skills her. Dann gibt es in den Menüpunkten dann wiederum, also in den Kategorien, gibt es dann auch wiederum nochmal neue Skills. Einmal den Hauptskill mit Drohne. Drones, den man am Anfang eigentlich hat. Das Skillbuch. Dann kann man sich natürlich auch weitere Skillbücher kaufen. Schiffsskills, auch immens viele aus allen Fraktionen, wie du siehst. Amar, Kaldari, Ente, Minmata. Also du hast alle Möglichkeiten offen, egal ob du Minmata, Kaldari, Amar oder Galente bist, kannst jeden einzelnen Skill, den es in dem Spiel gibt, auch erlernen. Wird sehr gut im Tutorial erklärt, ja. Wird dir zwar nicht alles erklärt, aber es wird dir vieles beigebracht, was du ins Spiel reinfindest. Blaupausen ist dann wiederum die Thematik für einen Miner und Producer recht interessant. Man kann aus den Blaupausen dann Findungen machen. Da gibt es auch dick verschiedene Dinge. Alles, was es im Spiel gibt, kann man sich auch selber bauen. Dann gibt es auch Bekleidung, wie du siehst. Accessories und so weiter und so fort. Du kannst deinen Charakter immer noch dann individualisieren. Damenbekleidung, Herdenbekleidung. Handelsgüter, Fertigung und Forschung. Implantate und Booster. Implantate sind halt die Dinger für Attributsverbesserungen. Bis Stufe 5. Um die verschiedenen Stufen einbauen zu können, braucht man auch wiederum Skills. Wenn man hier auf Voraussetzungen geht, sieht man, welche Skills dafür benötigt werden, dass man Stufe 5, also Tech 2, einbauen kann. Dann gibt es noch so Zusatzimplantate, wo man zum Beispiel Schildverbesserungen einbauen kann, Scanimplantate, je nachdem wie man seinen Charakter spezialisieren will, kann man dann auch nochmal zusätzlich 5 Verbesserungen einbauen. Am Anfang überrennt das Spiel einen, das kann ich gleich sagen, weil es halt einfach ziemlich viel ist, was man hier machen kann. Aber mit der Zeit findet man sich rein und es macht viel Spaß. Man kann auch auf Planeten zum Beispiel Abbaustationen anlegen, braucht man auch wiederum Skills dafür. Wo man dann so Anlagen installiert, die dann für einen täglich Mineralien abbauen, muss man auch täglich darauf schauen, dass man wiederum den Frachtraum, also den Lagerplatz entleert, dass die Produktion weiterlaufen kann. Aus diesen Materialien kann man dann wiederum Forschungen machen oder halt irgendwas bauen. Genau. Hast du sonst noch hier?